Ja, dreimal sogar noch. Ich weiß von nichts, nur dass sie zu einer alten Mine ganz in der Nähe aufgebrochen sind, um Sprengstoff zu holen. Mist, dieser gerissene Magier ist uns entwischt. Mach dich bereit, Jolly, wir brechen auf. Ja, der kommt im allerletzten Level dann nochmal vor. Die Mine von Coyote Gulch. Genau, die auch nicht ganz so einfach. Hier muss man ein bisschen aufpassen. Also jetzt sieht der Schwierigkeitsgrad schon so ein bisschen an. Wobei es jetzt insgesamt alles nicht unspielbar ist. Also das ist schon sehr gut gelöst hier alles. Oh Gott, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich zuerst hin muss. Hier oben gibt es auf jeden Fall einen Checkpoint, glaube ich. Im Randabplan. Hier, so, hier ist der alte. Wenn Sie meine drei Goldnuggets wiederfinden, helfe ich Ihnen, Everald Dalton zu fangen. Genau, hier haben wir auf jeden Fall schon mal wenigstens ein. Wir haben auch nicht mehr so viel. Nicht mehr so viel Schuss, wollte ich sagen. So, und hier oben sehen wir schon den ersten. Wegsprengen. Und dann kommen wir ans Golden Nugget. Ja, also gleich haben wir keine Munition mehr. Ja, und jetzt haben wir erstmal keine Energie mehr. So, das war ja super. Ach, müssen wir das nochmal machen natürlich. Ja klar, dann müssen wir erstmal die Dynamitstangen holen. Einen Stein gelassen und wir haben hier einen Munitionsvorrat. Das auch sehr gut. Ja, die geben nämlich irgendwie auch nicht mehr so viel, die Jungs. So, Dynamitstange haben wir. Also hier hin. Jetzt müssen wir nur ein bisschen aufpassen. Wir haben nur noch einen Energiebalken. Ach ja, hier fahren die vorbei und schießen. Genau, so, da ist der dritte. Wir haben aber noch keinen Dynamit. Das finden wir hier. Genau. Das heißt, Dynamit hinlegen. Hier hoch, das Teil hochfahren. Zack. Und dann haben wir die drei Goldklumpen und müssen. Goldklumpen. Die drei Goldklumpen natürlich. Und müssen jetzt eigentlich nur noch zum Goldgräber zurück. Ich hoffe, wir schaffen das. Wobei, wir haben jetzt drei Energiebalken. Das müsste machbar sein. Und wir sehen schon im Hintergrund, fahren die Daltons da immer mit so einer. Ah, genau. Hier können wir nochmal auf. Sprengen. Im Hintergrund haben wir schon gesehen, die Daltons fahren da mit so einer Gondel immer lang und schmeißen Dynamit. Da muss man so aufpassen. So, hier unten gab es noch was zu holen und zwar. Auf jeden Fall Munition. Ja, nehmen wir auf. Ach ja, genau, so eine Bonuskarte gab es jetzt auch. Richtig. So, fällt uns auch nur noch eine, um dann entsprechend in den Bonus-Level nochmal zu kommen. Aber jetzt müssen wir erstmal zurück zum Goldgräber. So, sollte aber ja kein Problem sein. Genau. Danke! Mit diesem Sprengstoff erhalten Sie Zugang zu einem Kellerraum, in dem sich Everald Dalton versteckt hält. Doch geben Sie gut Acht, die Mischung ist äußerst gefährlich. Wenn Sie mehr als 5 Sprünge damit machen, fliegt alles in die Luft. Das habe ich ehrlich gesagt noch nicht so rausgefunden, ob
das denn wirklich so ist? So, nichts wie rüber. Jetzt wird es schon knapp. Stern. So. Dann legen wir das nämlich jetzt hier ab. Ach so, doch, jetzt ist es schon in die Luft gegangen, gell? Ja, Dynamit hat nicht genug Sprengstoff, sondern das heißt, wir müssen wieder zu dem alten zurück. Sind also zu oft gesprungen, tatsächlich. Bei meinem ersten Lauf hatte das eigentlich gut funktioniert. Deswegen, also direkt beim ersten Mal sogar, deswegen hat es mich dann doch etwas gewundert. Ja, das ist manchmal so eine Sache, wo man hier stehen muss, um nach oben zu springen. Ne? So, mal den Sprengstoff hier nochmal. Jetzt haben wir aber. Gehen wir denn hier hin? Zack. Ah! Das gibt's doch nicht. So, immerhin müssen wir nichts mehr holen, sondern nur noch mit dem Sprengstoff einmal rüber. So, oben gab es noch einmal Energie. Die holen wir uns schnell noch. Sagte es und sprang dreimal daneben. So. So, mal gucken von hinten. Feige. Und noch ein Leben. Da wird es ein bisschen knapp. Wenig vorhin schon. Nee, die Gondel ist neu. Von hier dauert es wieder. So, Avril besiegt sich, glaube ich, selber oder so ähnlich. Genau. Ist ja schon gut, ich ergebe mich. Na schön, ich ergebe mich. Aber du wirst von mir niemals erfahren, dass William, Jack und Joe den Pacific Express zum Fort von Rabbit Gulch umgleiten wollen, damit sie sich dort mehr Munition eindecken können. Ja, Angriff auf den Pacific Express. Der nächste Level, der auch ziemlich cool ist. Auch so ein Reitlevel gab es ja im Gameboy-Teil von Lucky Luke. Aber hier muss man auch echt auf Zack sein. Hat man noch nicht so die richtige Strategie rausgefunden, wo die beste Stelle ist, an der man sich hinstellt. Auf jeden Fall ist es sehr cool, dass die Gegner, die was fallen lassen, das hier auf die Straße werfen. Und da der Zug ja schneller fährt als wir reiten, fliegt das dann hier runter und wir können das dann immer noch einsammeln. Ja. Keine Glanzleistung gerade. Aber wie ihr seht, ist das Ganze wenigstens mit einem Kontrollpunkt gewesen. Ja. Diese Tastenbelegung, die hat mich schon beim ersten Lucky Luke wirklich gestört. Das ist echt so fast der einzige Negativpunkt oder Kritikpunkt, den ich hier anbringen möchte. Ich finde das total ungewohnt, mit dem linken Knopf zu springen und mit dem rechten zu schießen. Ich brauche das immer umgekehrt. Ja, super. Trotzdem getroffen worden, zu früh gesprungen. Aber auch das, ich finde einfach, das ist grafisch einfach auch super geil gemacht und es ist einfach abwechslungsreich, das Spiel. Weil jeder Level irgendwie so gefühlt ein bisschen was anderes bietet. Macht es halt echt Spaß und es ist wirklich fair, wie ihr seht, also auf normal. Man kriegt hier wirklich sehr oft Goodies, also man kommt hier selten in irgendeine Bedrängnis, dass man... Das war natürlich nichts. Dass man hier nicht mehr weiter... kommt mit Munition oder mit seiner Energie. Das ist eigentlich immer sehr fair gelöst.
So. Müssen wir es auch langsam, glaube ich, geschafft haben. Vielleicht wieder die falsche Taste gedrückt. Aber wieder Energie gekriegt. Und dann auch gleich nochmal auf dem Zug dann drauf. Das ist auch ein ganz interessanter Level. Zu Ende sein. Das war zu schnell hintereinander, aber wie ihr seht, ich kriege hier direkt immer Sterne dann noch hinterher. Noch ein Stern. Also wirklich alles sehr fair. Ja, schreibt auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare. Mögt ihr Lucky Luke? Kennt ihr sie? Habt ihr sie so wie ich schon als Kind gelesen? Und findet sie auch heute noch cool. Ich muss sagen, ich finde sie auch heute noch cool. Die Sachen von HD, die Sachen, die er mit normalem Lucky Luke in Anführungszeichen macht, gefallen mir super gut. Gerade auch sehr, ich glaube, der erste war dieser Schikane in Quebec. Der war super gut, der Comic. Was mir nicht gefällt, sind diese Lucky Kid-Geschichten. Die brauche ich tatsächlich eigentlich nicht. Wo das Ganze so mit Lucky Luke und den anderen in Kinderform irgendwie erzählt wird, als sie noch klein waren. Das passt irgendwie für mich nicht sonderlich gut rein. Geht nicht so an mich. Also ich mag eher die klassischen Lucky Luke Geschichten dann. So, geschafft. Die rasende Lokomotive ist der nächste Level. Jack Dalton hat den Zug in seiner Gewalt und 9 Geiseln genommen. Wir müssen sie befreien. Helfen Sie uns, Mr. Luke. Genau. Das machen wir auf jeden Fall. Wie gesagt, wir haben hier oben die 9 Geiseln als Bilder. Wir müssen hier in den Abteilen aufpassen, weil hier teilweise nur so eine Hand raus zeigt. Da, habt ihr das eben gesehen. Die dann mal schießt. Hoppla. So, einen haben wir gefunden. Ihr seht, die ist bunt geworden oben. Das ist die nächste Geisel. Hoppla. Oh, da gibt er mir noch nicht mal was. Schweinerei. Ja, Munition wäre mal etwas ratsamer. Hoppla. Da ist Munition, das ist gut. Wie gut, dass man die Geiseln nicht aus Versehen erschießen kann, wenn man aus Euphorie irgendwie abdrückt. Was habe ich denn heute für eine Reaktion? Gar keine. So, 4 Stück noch. Gleich mal die zweite Karte. Genau, das war einer der, ich glaube, 2 Waggons, in die man nicht rein kann. So, hier ist jetzt das, wovon ich vorhin gesprochen habe. Einer ist doch nicht Averill, aber die müssen wir jetzt quasi hier runtertreten. Und dann... quasi ihm hier damit aus seinem Fass rausschießen. Naja, hat es schon geschafft, okay. Dann war es aber doch jemand anderes. Entweder William oder Jack. So, Option ist immer gut. Das ist die nächste Geisel. 3 Stück noch. Da oben gibt es Munition, das ist
auch sehr gut. Dann gibt es einen Rantanplan als... Ah, gibt's nichts. Als Kontrollpunkt wollte ich sagen, das ist auch sehr gut. Noch mehr Munition, umso besser. Nochmal Energie und ein Schurken. Genug Munition. Energie ist ja auch voll. So. Und, hier genau das gleiche. Wir können im Prinzip nur das mit den Bomben machen. Und hoffen, dass wir jetzt nicht den letzten Schuss noch irgendwie abkriegen. Geschafft haben. Oh, doch noch nicht. Jemand schmeißt ja nur noch Bomben. Oh, das war's noch nicht, ne? Ah, immerhin. Safe-Punkt. Hoppla. So, ein Energiestreifen nur noch. Das war's jetzt, ja. Das war klar, aber gut, wir sind halt gerade am Kontrollpunkt vorbei. Das ist ja schon mal ganz cool. Vorletzte Geisel. Auch gut ist, dass wir unsere ganzen Munitionsringe ja mitnehmen können. Wir haben jetzt 8 Munition. Das reicht auf jeden Fall. Da oben ist Spielkarte. Das ist, glaube ich, der zweite Waggon, in den man nicht rein kann. Das war die letzte Geisel, das heißt, es geht zum Endkampf. Energie brauchen wir keinen mehr. Das Rantanplan nochmal, ein Savepunkt. Die vierte Karte, das heißt, wir bekommen nochmal ein Bonuslevel. Genau das gleiche wieder. Der schmeißt nur mit Bomben. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, das müssen wir wahrscheinlich nochmal machen. Ja, das genau reingesprungen, Sven, super. So, einmal kurz hier runter, um das Ganze zu triggern. Gut, das ist natürlich doof, wenn man jetzt genau in so einem Rhythmus drin ist. Man könnte natürlich auch jetzt mal den Umweg nach unten machen hier und sich ducken. Geht auch. So, das war's. Also auch alles überschaubar, ne? Die Gegner brauchen dann meistens 3 Treffer, die Endgegner. Ah, dieser verfluchte Lucky Luke! Mich hast du zwar erwischt, Cowboy, aber ich habe so viel Zeit gewonnen, dass meine Brüder zum Fort von Rabbit Gulch fliehen konnten. Du wirst es nicht rechtzeitig schaffen. Kann ich den jetzt wieder runternehmen? Gut gemacht, Cowboy, du hast einen neuen Bonuslevel freigespielt. Ja, und da ist jetzt einer der Bonuslevel, dass wir hier Armdrücken machen müssen. Das kennen wir ja schon. Zweiten haben wir auch gewonnen. Und auch den haben wir gewonnen. Oh, und ich glaube, das Spiel ist abgestürzt. Ja, ich glaube, das Spiel ist tatsächlich abgestürzt, denn eigentlich wäre hier ein anderer Level gekommen. Also die Indianer im Schwarzen sind es eigentlich nicht.
Ja, liebe Leute, dann ich hatte kurzzeitig überlegt, ob ich es denn heute als für euch durchspiele. Das hat sich dann hiermit jetzt erledigt, weil wir es nicht durchspielen können. Aber okay, dann toller Pausenbildschirm, ne? Gut, ja, ich denke, ihr habt aber auch genug gesehen von dem Spiel. Also wie gesagt, von mir eine klare Empfehlung, sich das in die Game Boy Advance Sammlung zu holen. Ganz toller Titel, der auch gerade dann hier über den Game Boy Player am Fernseher, über den GameCube wirklich echt Spaß macht. Ja, und wie gesagt, zu dem kleinen Preis lohnt sich das auf jeden Fall. Aber schreibt gerne mal, was ihr von dem Spiel haltet und wie gesagt, was ihr generell von Lucky Luke haltet. Finde ich immer sehr spannend mal zu lesen. Gut, dann wär's das für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.